Recording ein noch und zeige dann auch den Screen. Mal eben eine Frage in die Runde, ob die Verständigung und der Ton okay ist. Mal kurz per Chatfenster eine Info. Ja, ich sehe schon, guter Ton, alles klar. Herzlichen Dank. Gut, ich denke mal, wir warten noch einen kleinen Augenblick. Es sind einige Teilnehmer da. Sind schon oberhalb der 50%, die sich angemeldet haben. In der Regel kommen zwischen 50% und 60% der Anmeldungen dann auch zu dem Webinar. Also, ich sag mal, halbe Minute, dann geht's los. Okay, dann starten wir. Ich möchte mich kurz vorstellen. Stefan von Dreusche ist mein Name. Ich bin Regionalmanager bei der Datacore Software GmbH und bin verantwortlich für alles das, was die Partner angeht, und zwar im Raum Westdeutschland. Zu der regionalen Aufteilung, was die Partnerbetreuung angeht, kommen wir später nochmal. Ich möchte heute 9 Partnern und 9 Vertriebsmitarbeitern, die sich mit dem Thema Datacore auseinandersetzen wollen, ein wenig die Sache näher bringen, eine Einführung geben, wie man mit Datacore arbeiten kann und wie man mit Argumenten die Kunden begeistern kann, diese Lösung zu kaufen und sich generell mal mit Storage-Virtualisierung zu beschäftigen. Ich habe eine kleine Agenda für heute vorbereitet. Klein ist gut, relativ umfangreich für die halbe Stunde. Ich denke mal, wir werden zügig durchgehen. Es sind ein paar Slides drin in der Präsentation, die ich reingenommen habe. Wenn Sie im Nachgang die Präsentation als PDF erhalten, dann können Sie da nochmal nachlesen, wie die zum Beispiel die Kontaktdaten der Distribution und Ähnliches. Da werde ich bei den Slides relativ schnell rübergehen, sodass wir da einfach im Nachgang ein schönes Nachschlagewerk haben. Also zuerst eine Unternehmensübersicht zu Datacore. Wer sind wir? Seit wann sind wir am Markt? Eine Übersicht zur Produkthistorie. Welche Produkte gab es bisher? Was ist das aktuelle Produkt? Dann die Vertriebswege und die Distributoren. Argumente für eine Storage-Virtualisierung. Wie kann ich einem Kunden überhaupt die ganze Sache mal ein bisschen näher bringen? Wo sind so ein paar Teaser, so ein paar Log-Aussagen, um das Ganze dann in einem kurzen Gespräch, im Akquise-Telefonat interessant erscheinen zu lassen. Dann eine kurze technische Sichtweise, nicht tieftechnisch, keine Sorge, das ist alles relativ einfach und leicht verständlich. Dann kommt danach Preise und Lizenzierung, ein paar Worte zum Partnerprogramm, zum Partnerportal, auch hier eher so, dass man es hinterher nochmal nachlesen kann. Müssen wir mal gucken, wie wir mit der Zeit gleich zurechtkommen. Und am Ende Programme und Promotion und Who is Who at Datacore. Weil Datacore ist nicht einfach nur per Mail oder auf der Webseite zu erreichen. Hier in Deutschland haben wir eine ganze Reihe an guten und netten Mitarbeitern, die gerne mit Ihnen in Kontakt treten und wo Sie dann Fragen abladen können und entsprechende Antworten erhalten. Schauen wir mal zur Unternehmensübersicht. Wir sind seit 1998 am Markt. Wir sind der einzig verbliebene reine Softwarehersteller, was Storage-Virtualisierung angeht. Alle anderen Marktbegleiter haben inzwischen eine eigene Appliance oder sind dort in anderen Dingen verhaftet. Also wir machen eine reine Software-Virtualisierungslösung, die absolut Hardware- und Herstellerunabhängig ist. Unser aktuelles Produkt ist, wie Sie sagen, Symfony B. Und unsere Kunden findet man im europäischen Raum über alle Branchen hinweg und von klein bis recht groß. Also es ist wirklich von 500 Gig bis 1 Terabyte, was da teilweise virtualisiert wird, bis zu mehreren 100 Terabyte. Wie kann man unser Produkt erwerben? Das ist ein 100%iger Channel-Vertrieb. Das heißt also, wir verkaufen an 5 große Distributoren und die Distributoren verkaufen wiederum an Sie als Systemhaus oder Reseller und Sie veredeln unser Produkt dann mit Ihrer Beratungsdienstleistung und mit Ihrer Integrationsdienstleistung. Wichtig ist ein Support, weltweiter Support, 7x24, 365 Tage mit 3 Inzidenzstufen.
Das ist insofern wichtig, weil dort, wo wir mit unserer Softwarelösung sitzen, sitzen wir im Herz der IT, am Herz der Daten des Kunden. Und dort sollte man genau wissen, was man tut. Und da sollte man auch einen größtmöglichen Service anbieten. Wir haben verschiedene Hauptniederlassungen. Oder eine Niederlassung, unsere Hauptniederlassung ist in Fort Lauderdale in den USA. Wir haben die europäische Hauptniederlassung hier in München und eine weitere Niederlassung in Tokio in Japan für den asiatischen Raum. Der weltweite Support setzt sich zusammen aus den drei Standorten in Florida, London, UK in Reading und in Japan. Und dort haben wir dann dadurch, dass wir verschiedene Zeitzonen ansprechen, halt die Möglichkeit, wirklich rund um die Uhr Support zu bieten. Die Supportsprache ist Englisch im E-Mail-Verkehr. Aber hier haben wir auch eine gute Nachricht für die deutschsprachigen Kunden. Wir haben also in England 4 deutschsprachige Mitarbeiter sitzen und in USA 2 deutschsprachige Mitarbeiter, so dass ein Großteil des Supports dann auch in Deutsch abgehandelt werden kann. Die Produkthistorie. Wir haben angefangen 2000 mit der SAN Symphony, dann kam 2004 die SAN Melody. Das sind die beiden wohl bekanntesten Produkte draußen am Markt, die auch, ich sag, zigfach verkauft worden über die letzten 10 Jahre. Danach kam noch so ein Performance-Monitor mit der Maestro, der Traveler kam dazu. Das waren alles Zusatzprodukte, die wir mit in die Suite reingepackt haben. Und diese beiden Kernprodukte SAN Symphony und Melody, die unterschiedlich in der Terabyte-Anzahl skaliert haben, haben wir jetzt zusammengefügt in die aktuelle SAN Symphony V, die seit Januar diesen Jahres auf dem Markt ist. Und die aktuelle Version ist die 8.1. Wie erhält man unser Produkt? Ich sagte es eben schon mal, es ist ein hundertprozentiges Channel-Geschäft. Wir machen keine Geschäfte ohne Partner. Wir gehen nicht direkt an Endkunden, auch nicht in die Top 500 oder DAX 30 Unternehmen. Wir machen reines Geschäft über die Partner und über die Distribution. Wir haben verschiedene Distributoren in Deutschland. Das ist die Magirus, die Atlan, die Tech Data, die Arrow ECS, die AFNET und die ABN und in der Schweiz ist es die BCT Syntrax. So, das sind die Folien, wo sich die jeder Distri dann nochmal selber darstellt und wo man dann, Sie sehen hier unten Telefonnummer, dann den Kontakt suchen kann. Das sind Ihre Ansprechpartner. Die Distributoren haben alles, was sie benötigen, um Ihnen ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, um Ihnen entsprechende Schulungen auch anbieten zu können, damit Sie einen optimalen Ausgangspunkt haben, um draußen mit dieser Software Akquise zu betreiben und dann auch letztendlich mit dieser Lösung Geld zu verdienen. Gut, kommen wir mal zu den Argumenten für eine Storage-Virtualisierung. Warum sollte man das überhaupt tun? Was ist denn daran so interessant oder was bringt denn einen Mehrwert für den Kunden? Ganz klar, es ist erstmal eine Reduzierung der Anschaffungskosten durch Auswahl von günstigen Storage-Systemen. Wir sind vollkommen herstellerunabhängig. Wir können sowohl intern Storage in den Datacore-Servern Virtualisierung als auch dedizierte Storage Arrays unten drunter, die dann von IBM, HP, EMC, HDS sein können. Und hier kann man natürlich sich die günstigsten Storage-Systeme dann am Markt auswählen. Und man muss auch keinen Enterprise-Storage anschaffen für eine Hochverfügbarkeit, sondern es reichen eigentlich Mid-Range-Systeme, weil wir komplett mit unserer Lösung die Intelligenz für High-End-Storage bieten. Dadurch, dass man günstigen Storage dann anschaffen kann, reduzieren sich natürlich auch immer die Hardwarekosten über die Gesamtlaufzeit, wie die Hardware steht, und das senkt die Unterhaltungskosten. Spiegelung zwischen verschiedenen Herstellern und somit Steigerung der Verfügbarkeit der Daten. Ja, wir können sowohl von IBM auf HP oder von HP auf EMC spiegeln, da haben wir überhaupt keine Schmerzen mit. Wie gesagt, vollkommen herstellerunabhängig und wir bieten auch einen transparenten Failover und Failback für Open Systems Betriebssysteme, das heißt also für VMware oder Hyper-V oder Microsoft. Es gibt keine Downtime der Anwendung oben. Der Anwender oben merkt nichts, wenn in Data Center unten umgeschaltet wird von Site A auf Site B.
Weitere Argumente ist natürlich, der Administrationsaufwand reduziert sich, weil ich eine gesamtheitliche Oberfläche über mein komplettes SAN habe und dadurch hat der Admin natürlich eine sehr schöne und sehr leichte Oberfläche zum Administrieren und zum Kreieren von virtuellen Loons, sodass dann mehr Zeit für andere Dinge bleibt. Reduzierung von Überstunden und Wochenendarbeit und somit Senkung der Personalkosten, ganz klare Sache. Wenn ich Hochverfügbarkeit habe und ich habe meine Daten auf zwei Seiten liegen, dann kann ich natürlich die eine Seite auch mal während des Betriebs patchen, maintainen oder sonstige Dinge dran tun, ohne dass ich dazu Wartungsfenster in den Abendstunden oder am Wochenende brauche. Ich habe durch so eine Softwarelösung eine sehr einfache Migration von neuen Dingen oder Einbindung neuer Storage-Systeme. Ich kann einfach neue Storage-Systeme mit ins SAN reinhängen, kann Daten migrieren auf das neue Storage-System und kann dann auch mit wenig Aufwand deinstallieren von alten Storage-Systemen, wenn das Leasing ausläuft oder wenn die Wartungskosten für einen bestehenden Storage zu hoch wären, so dass ich dann neue Systeme anschaffen kann. Das alles im laufenden Betrieb ohne Downtime. Ja, auch Reduzierung der Hardware-Anschaffungskosten durch weniger SSDs und somit höhere Performance. Sie wissen, dass die Performance oder die Platten selber werden immer größer von der Kapazität her, aber die Performance der Platten bleibt eigentlich gleich, obwohl mehr Daten drauf liegen und dort sind natürlich SSDs-Platten eine schöne Sache, wenn man dort ein paar SSDs mit einbindet in seinen SAN, dann hat man einen hochperformanten Bereich. Aber wie komme ich da hin und wie kann ich das sehr effizient gestalten? Das mache ich mit der Auto-Tiering-Funktionalität. Und da kann ich mir dann schon einen ganzen Sack an SSDs vielleicht sparen und brauche nur ein paar dedizierte schnelle Platten. Ja, eine sehr hohe Flexibilität durch die ganze Lösung mit der SAN Symphony V und skalierbar ist die ganze Sache auch von der Kapazität her, sowohl vertikal als auch horizontal hat man Wachstumsmöglichkeiten in seinem Data Center. Last but not least, Einführung neuer Features durch einfache Software-Updates, wie zum Beispiel jetzt die Auto-Tiering-Funktionalität, die mit 8.1 gekommen ist. Man registriert die Keys neu und kriegt dadurch neue Software-Features freigeschaltet. Das ist manchmal bei dedizierten Storage-Controllern, wo Premium-Features an den Controllerkopf verhaftet sind oder gebundelt sind, dann meistens nicht ganz so einfach. Kommen wir mal auf die technische Sichtweise. Wo sitzen wir überhaupt in so einem oder wie sieht so ein Konzept mal aus? Wir sehen hier oben die Anwender mit den Anwendungsservern. Das kann sowohl virtuelle Maschinen sein als auch dedizierte Server, die dann hier unten normalerweise auf ein wie auch immer geartetes SAN zugreifen und wir sagen, okay, wir legen hier einen Virtualisierungslayer rein, der dann nach oben hin virtuelle Loons nach oben reicht. Und diese virtuellen Loons, mit denen kann man natürlich wesentlich einfacher agieren als mit den physischen Loons, die hier unten hardwaremäßig unten drunter hängen. Und hier haben wir auch schon gezeigt, was passiert, wenn eine Seite mal wegfällt oder ich maintainen muss, dann wird automatisch auf den alternativen Pfad umgeschaltet und die Daten sind dann hier zu erreichen. Das ist also immer eine Hochverfügbarkeit. Wie sieht so ein Data Core Server jetzt aus? Sie nehmen einen ganz normalen Intel x86 Server von der Stange. Der Hersteller ist eigentlich egal. Es sollte kein PC aus dem Mediamarkt sein. Das ist dann vielleicht nicht ganz so klasse. Sollte schon ein Server und ein Hersteller sein, der auch einen entsprechenden Wartungslevel für diesen Server bieten kann. Kommen zwei Platten rein für das Betriebssystem und unsere Software. Weiterhin packen wir dann CPU-Leistung dazu. Da muss man sagen, Sie können im Moment nicht so wenig CPU kaufen, wie wir benötigen. Also das ist kein kritischer Fall. Dann kommt eine wichtige Sache. Wir brauchen viel Hauptspeicher. Viel hilft hier auch viel. Wir gehen immer davon aus, dass wir so 8, 16, 24 GB als Standard haben, je nachdem, wie groß die Umgebung ist. Und mit diesem Hauptspeicher, der relativ günstig ist im x86-Umfeld, betreiben wir das Caching auf dem Weg der Daten vom Anwendungsserver unten in Storage und somit haben wir auch eine sehr, ich sag mal, eine 5 bis 15-prozentige Performance-Steigerung allein durch Einziehen dieser Virtualisierungsschicht oberhalb des Storage Arrays. Dann haben wir noch die Konnektivität des Storage-Servers
mit Sun Symphony V. Wir brauchen entweder Fiber Channel oder iSCSI-Karten dort drin und die am besten drin und dann ausgelegt. Windows Server 2008 R2 mit drauf, die Datacore-Software Sun Symphony V und dann die Konnektivität in den Backend-Storage zur Seite zum Spiegel und um zum Frontend, zu den Host-Systemen. Und dann ist der Storage-Controller eigentlich schon fertig. Also eine relativ einfache Sache, was das Sizing des Servers angeht. Was das Sizing der Software angeht, komme ich später zu. Preise und Lizenzierung. Sie finden die Software über alle Unternehmen hinweg. Kleinere Unternehmen, Mittelstände, Groß-, Cloud-, Service-Provider, Branchen, unabhängig. Es ist also wirklich das Kundenportfolio von der Datacore, ich sag mal, ist so gemischt wie Sand im Sandkasten, was auch immer. Also es gibt da viele, viele Referenzen draus. Und wenn Sie eine Referenz brauchen, sprechen Sie uns als Regionalmanager an. Wir besorgen da die passenden Dinge. Das ist die Feature-Kette, die unsere Software mitbringt. Dort gibt es eine ganze Reihe an schönen Dingen, wo ich jetzt gar nicht technisch drauf eingehen will, weil sonst rennen wir absolut aus der Zeit raus. Interessant ist natürlich hier die zentrale Oberfläche über alle Systeme hinweg, um einen SAN zu managen, um Dinge des täglichen Lebens wie ich brauche eine neue Platte und gib mir mal ein bisschen mehr Speicherplatz, easy mit ein paar Mausklicks durchzuführen und somit die Kunden der Administratoren oder der IT-Abteilung glücklich zu stellen. Neu dabei ist das Auto-Tiering, das haben wir jetzt seit August, seit Anfang des Jahres das Continuous Data Protection. Wenn Sie Snapshot-Funktionalität kennen, das heißt also ein Foto von meinen Daten machen und dann verpointern und wie auch immer dann weiterarbeiten. Ich sag mal, dann ist Continuous Data Protection der Film. Wir können eine virtuelle Loon über einen bestimmten Zeitraum überwachen und crasht diese Loon, dann kann man auf einem Timeslider auf die Minute genau zurückfahren und das System gibt Ihnen eine zweite virtuelle Loon zur Verfügung mit dem Datenzustand oder Datenbestand vor dem Crash zu dem Zeitpunkt, wo Sie den Timeslider angehalten haben. Ganz interessante Funktionalität und wird auch sehr am Markt nachgefragt. Klar, von der Historie her, wir haben das Load Balancing und das High-Speed Caching sowie das synchrone Mirroring. Das sind die Brot- und Butter-Anwendungen. Der Hauptaugenmerk der Kunden liegt in Deutschland sicherlich beim synchronen Spiegel, bei der redundanten Datenhaltung mit einem transparenten Failover und Failback. Das sind die Key-Benefits, warum man die Software einsetzt. Aber wie gesagt, da kommen dann auch zusätzlich so schöne Dinge wie Auto-Tiering, Continuous Data Protection, Virtual Disk Pooling und andere Dinge mehr hinzu. Das ist das Feature Set und die verschiedenen Virtualisierungslayer-Stufen, die wir haben. Wichtig hierbei ist, dass Sie unten hier mal schauen, in der dritten Zeile von unten, wie wir skalieren. Das heißt also, eine so eine VL-Stufe muss pro Datacore-Node lizenziert werden und im Pool kann man dann bis 5 Terabyte Speicherplatz virtualisieren. Möchte man mehr oder wächst man da raus, kommt man in die zweite Stufe und hier kann man bis 16 Terabyte skalieren. Dann in die VL3 bis 100 Terabyte, VL4 256 Terabyte und in der VL5 größer 256 Terabyte. Also das ist so die Skalierung, wie wir das draußen am Markt sehen. Wir haben mit Sicherheit mit der VL3 so eine Art Brot- und Butter-Anwendung, wo schon eine ganze Reihe an Features inkludiert sind. Hier muss man schauen, ob man beim Kunden Fiber Channel Protokoll hat. Das muss man in den ersten drei Stufen mitlizenzieren. Oder ob man hier zum Beispiel CDP für 48 Stunden mit dazu nehmen will oder das Auto-Tiering. In den Lizenzen kommen schon Kapazitäten mit. Zum Beispiel in der VL3 kommt pro Node, also pro Lizenz, 8 Terabyte mit dazu. Und man kann dann mit einzelnen Terabytes weiter auffüllen bis 100 Terabyte. Ich sehe gerade, da ist gerade eine Frage reingekommen. Gerne Fragen stellen zwischendurch. Ich werde versuchen zum Schluss, wenn wir durch sind, alle Fragen dann zu beantworten. Die Anzahl der Nodes sehen Sie hier unten. Es sind immer zwei Nodes, die man derzeit einsetzen kann. Wir arbeiten daran und es wird wohl zum Ende des Jahres sein, dass wir auch wieder mehr Node-Systeme, also 3, 4 Datacore-Server in einer Region zusammenfassen können.
Das ist besonders wichtig für größere Kunden. Bei dem VL4 und VL5 sehen Sie, dass von dem Feature-Set her alles inkludiert ist, also quasi all you can eat. Und ich denke mal, hier reden wir dann auch schon vom Enterprise-Umfeld, was Preise und Lizenzierung angeht. Das ist der One-Page-Konfigurator. Hier kann man recht schnell schauen, wie sich das denn überhaupt preislich darstellt, eine Data-Core-Software. Wir haben ja eben gesagt, es gibt 5 Stufen. Die Data-Core-Server werden pro Server lizenziert, also man braucht entweder zweimal eine VL1, zweimal eine VL2 oder zweimal eine VL3. Mischen in einer Region ist nicht möglich. Von den Preisen her, nehmen wir mal die VL2, die geht bis 16 Terabyte, die bringt dann pro Node 2 Terabyte mit. Wenn man die zweimal hat, hat man 4 Terabyte im Pool und kann dann bis 16 Terabyte skalieren. Und die einzelnen Terabyte kann man dann hier unten nachkaufen in Terabyte-Schritten. Und hier gibt es eine Preisabstufung. Wenn man bis 10 Terabyte ordert, dann kostet es $660 pro Terabyte. Wenn man über 10 bis 49 ordert, dann 440 und so weiter. Dann geht es weiter nach unten. Der Preis reduziert sich dann. Dann gibt es hier noch einige Dinge an Feature, die man mit dazu nehmen kann. Wie gesagt, entweder das Fiber Channel Protokoll, das Automated Storage Steering oder Continuous Data Protection. Also mit der Preisliste kann man sich relativ schnell vertraut machen und ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich möchte noch eine Sache ansprechen hier. Hier gibt es also den, gehen wir nochmal auf die VL2 hier, den Preis $4,950 Listpreis und ein Wartung und Support Vertrag über 3 Jahre für 2475, wenn der Kunde beim Lizenzkauf 3 Jahre Support mit abschließt, erhält er den zum Preis von 2 Jahren. Sie sehen, der Jahrespreis hier 1238 mal 2 sind Sie bei 2475, der gilt aber dann für 3 Jahre. Diese Promo oder diese Artikelnummer ist nicht für reines Renewal-Geschäft anwendbar. Hier müsste man also dann tatsächlich, wenn der Kunde nach einem 3-Jahres-Zeitraum nochmal 3 Jahre Wartung kaufen möchte, dreimal diese Artikelnummer anziehen. Aber auch hier haben wir noch ein paar Programme, die man später oder die man da anziehen kann. Dazu später mehr. Ich habe hier mal eine Beispielkonfiguration aufgezeigt, wie das denn aussieht. Sie sehen hier die beiden Data Core Server, die Anwendungsserver oben drüber, unten drunter den Storage. Der muss nicht unbedingt unten drunter über Fiber Channel oder sonst wie geartet an die Data Core Server ran verbunden werden. Es geht auch, dass in den Data Core Servern der Storage, also die x86 Server sind ja teilweise bis zu 16 Platten ausrüstbar. Wenn ich dort 600 Gig SAS-Platten reinnehme, dann kann ich die auch schon virtualisieren und nach oben reichen. Also in kleineren Umgebungen muss man nicht dedizierten Storage unten drunter setzen, sondern kann an den Datacore-Server direkt vielleicht mit einem weiteren Shelf hier unten drunter diesen als Storage-Server verbauen. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Annahme, dass wir 20 Terabyte Kapazität im Pool haben. Wer Kunde möchte Auto-Tiering haben und erfährt das Fiber Channel Protokoll nach oben, also ist über Fiber Channel angeschlossen. Daraus ergibt sich eigentlich eine ganz einfache Sichtweise. Da wir oberhalb von 16 Terabyte sind, müssen wir in eine VL3 rein und die hat 8 Terabyte pro Node inklusive. Das heißt also zweimal eine VL3 liefern 16 Terabyte und 20 Terabyte werden benötigt, also muss man noch 4 einzelne Terabytes mit dazu kaufen. Und hier mal das Mengengerüst mit Artikelnummern dazu, zweimal die SAN Symphony V, VL3, zweimal die 3-Jahres-Wartung, zweimal das Automated Storage Tiering mit der entsprechenden 3-Jahres-Wartung, zweimal die Fiber Channel Option mit der entsprechenden 3-Jahres-Wartung und die zusätzlichen 4 Terabyte, die keine Wartung haben. Die Wartung ist unabhängig von der Kapazität in den einzelnen Stufen. Das heißt also, ich kann in einer VL-Stufe von, wenn wir mit VL3 anfangen, kann ich natürlich auch hier von 8 bis 100 Terabyte bei gleichbleibenden Wartungskosten wachsen. Ja, Lizenzierung für Kapazitätsschritte. Ich hatte es eben schon mal gesagt, es gibt da 4 Artikelnummern. Der Preis reduziert sich dann entsprechend. Ganz wichtig ist zu wissen, das ist pro Order.
gilt. Ja, es ist nicht, wenn der Kunde schon 74 Terabyte im Datacenter hat und die schon lizenziert hat und kauft jetzt 5 noch nach, dann wird er für diese 5 den Preis $660 bezahlen müssen und kriegt hier keinen Preis, wenn er 50 bis 99 kauft. Also pro Order. Ja, Wartungskosten nur für Nodes und Optionen, das hatte ich eben schon mal gesagt, Wartungskosten unabhängig von den Kapazitäten und ja, eine Artikelnummer für 3 Jahre Wartung basierend auf einer Promo 3 für 2, das heißt also 2 Jahre bezahlen, 3 Jahre Wartung bekommen und nochmal hier bitte der Hinweis, nicht anwendbar bei Renewals. Was braucht jetzt die Distribution für Infos, damit Sie ein aussagefähiges Angebot bekommen, wenn der Kunde mal wissen möchte, was kostet denn so mit DataCore? Dann ist man ja manchmal so ein bisschen in der Zwickmühle, wie wird das denn gepreist und was für Infos brauche ich denn jetzt, damit ich bei der Distribution ein aussagefähiges und belastbares Angebot bekomme. Also, Hauptpunkt ist, wie viel Terabyte hat er denn netto in seinem Storage, in seiner Storage-Umgebung? Also die Nettokapazität der Hardware. Weiter wichtig, welches Protokoll setzt der Kunde ein? Hat er ein Fiber-Channel-Netzwerk? Setzt er auf iSCSI? Das sind Punkte, die muss die Distribution wissen. Die Anzahl der Nodes, das ist in der Regel eigentlich immer 2. Zumindest im Mittelstand, groben im Mittelstand, auch im Enterprise-Segment meistens 2 Nodes. Und wie lange soll die Wartung laufen? Möglich sind 12, 36, 48 Monate. Und wie gesagt, nochmal die Promo bei 36 Monaten ist natürlich interessant. So, und braucht er Optionen wie Auto-Tiering, Continuous Data Protection. Was hat der Kunde da gesagt? Ist das interessant für ihn oder nicht? Wenn Sie mit diesen Informationen zu einer der Distributionen gehen, dann werden Sie schnell auf offene Ohren stoßen und innerhalb von kurzen Zeitraum entsprechend ein belastbares Angebot mit einer Preisinfo erhalten. Die Distribution gibt übrigens die Preise in Euro raus. Unsere Preisliste ist in Dollar. Das Ganze ist dollarkursabhängig und da sollte man seine Angebote in Richtung Kunden auch von Dollarkursschwankungen abhängig machen. So, wir haben auch ein Partnerprogramm. Wie sieht das aus? Das hatte ich eben schon mal gesagt, 100% Channel, kein Geschäft direkt mit Kunden. Wir haben eine Open-Channel-Strategie. Sie brauchen im Prinzip zum Verkaufen der Software keinen Vertrag, keinen. Sie müssen sich nicht committen für bestimmte Umsätze, die Sie mit uns machen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist zum Installieren der Software einen ausgebildeten Techniker. Wie man dahin kommt und wie er heißt, gleich mehr. Es gibt verschiedene Partner, Stati, einmal der gelistete Partner, der Silberpartner und der Goldpartner. Der Partnerstatus wird jedes Jahr neu vergeben und der Status kann einmal von uns im Jahr geändert werden, sowohl nach oben als auch nach unten. Der Partnerstatus ist in erster Linie mal abhängig von Umsätzen und von ausgebildeten Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen. Wie sieht das jetzt aus? Der Partnerstatus gelistet. Was braucht er? Der braucht einmal einen DataCore Implementation, Certified Implementation Engineer, den DCIE. Der ist berechtigt, die DataCore Software beim Kunden vor Ort zu installieren und zu warten. Er bekommt eine NFR-Lizenz von uns, damit er, also eine Not-for-Resale-Lizenz, damit er intern bei sich Dinge ausprobieren kann und prüfen kann, als auch für Demo-Zwecke bei Pre-Sales-Terminen. Sie bekommen als gelisteter Partner den Partnerportal-Zugang, wo Sie Lead-Registrierungen durchführen können. Wenn Sie ein Lead registrieren, bekommen Sie 5% extra Nachlass auf Listpreis. Und zusätzlich zu den Rabattprogrammen, was wir an die Distribution geben, diese 5% werden durchgereicht von der Distribution. Wenn Sie irgendwo einen Kunden haben oder ein Lead haben, wo Sie sagen, okay, ups, das wollte ich jetzt nicht, wo Sie ein Lead haben, melden Sie es übers Partnerportal oder aber über die Distribution, sagen Sie, ich habe hier einen Kunden, dann wird das bei uns hier eingekippt und entweder wird das approved, dann ist das 180 Tage gültig. Oder es wird abgelehnt, weil wir das Projekt schon kennen oder weil wir es selber kennen oder ein anderer Partner es schon gemeldet haben. Wenn Sie da mehr nähere Infos brauchen, wenn ein Lead abgelehnt wird, rufen Sie uns als Regionalmanager an. Ihr Partnerlogo wird auf der DataCore-Webseite mit verewigt, wenn Sie es wollen und die gelisteten Partner haben keine Umsatzvorgabe. Auf dem gelisteten Partner setzt dann der Silberstatus auf.
Er hat zwei DataCore Certified Sales Specialisten und Sales Architekten. Er bekommt Unterstützung bei Veranstaltungen durch DataCore. Wenn er in seinen Räumlichkeiten Veranstaltungen macht, dann kann man von DataCore Speaker bekommen, entweder technisch oder vertrieblich, je nachdem, was da gewünscht wird. Er kommt mit seinem Logo auf die DataCore-Webseite unter der Rubrik Silber, hat Referenzberichte mit Partnern DataCore-Kunde, die wir organisieren. Also wir machen da eine Referenzstory bei Kunden, wenn es gewünscht wird. Und er braucht einen Mindestumsatz von $25.000 auf folgenden Quartalen. Erst dann kann man Silberpartner werden. Der Goldstatus, dort braucht man 3 DCIs und 3 DCSA oder DCSPs. Das ist wichtig, sonst geht in Richtung Goldstatus eigentlich gar nichts. Er hat genau die gleichen Vorteile wie der Silberpartner, bekommt aber hier 3% extra Discount auf den Lizenzumsatz. Also das heißt, Goldpartner sind ein klein bisschen besser gestellt als Silber- und gelistete Partner. Sie müssen dafür aber auch einiges tun, und das ist gemeinsam mit DataCore einen Businessplan einmal im Jahr zu erstellen, um Ziele zu vereinbaren, die dann auch überprüft werden. Und wenn die Umsatzziele und sonstigen Ziele erreicht werden, erhält er auch nochmal Unterstützung durch ein Reward-Programm. Goldpartner werden auch aktiv an der Vergabe von Leads beteiligt, und als Goldpartner muss man jedoch $100.000 auf 2 folgenden Quartalen Umsatz mit uns machen. Erst dann ist es möglich, zum Goldpartner aufzusteigen. So, ich sehe gerade schon, wir rennen knapp so ein bisschen aus der Zeit. Es ist halb. Wir haben eine halbe Stunde angesetzt. Ich beeile mich ein bisschen. Was ist jetzt nochmal zur Erklärung? DCSP, DCSA, DCRI, kryptische Abkürzung hier. Ich habe es da nochmal zusammengeschrieben. DCSP, DataCore Certified Sales Specialist, das ist eine Online-Prüfung auf der Webseite, da muss man sich anmelden und da kann man einen Online-Test vertrieblich ablegen und ist dann berechtigt, dieses DCSP-Logo mitzuführen. Das ist eine relativ einfache Sache, das kann man aus dem Vertrieb raus machen, wenn man sich im Storage-Umfeld ein bisschen auskennt und sich vorher auf der Webseite von DataCore mal, ja, ich sag mal, ein bisschen näher umgeschaut hat. Der DataCore Certified Solution Architect ist jemand, der versteht, einen SAN zu sizen, einen SAN zu konfigurieren. Auch hier ist eine Online-Prüfung machbar, allerdings nur über das DataCore Partnerportal. Also das ist dann nicht mehr so frei zugänglich wie der DCSP, sondern hier muss man Zugang zum Partnerportal haben. Der DCIE, DataCore Certified Implementation Engineer, erreicht man durch eine 3-tägige Schulung mit einem schriftlichen Test und einer geführten Installation beim Kunden. Diese ganze Sache ist kostenpflichtig. Kosten hierzu können Sie bei der Distribution erfahren und auch über den ganzen Ablauf. Die 5 Distributoren in Deutschland sind in der Lage, DCIs auszubilden. Noch ein paar kurze Worte zum Partnerportal. Hier kann man sich einloggen über die Webseite von DataCore. Man hat in der Regel, wenn man bei Partnerportal, wenn wir sie da reinnehmen, eine E-Mail-Adresse mit DataCore und Ihr Unternehmen.com und mit einem Kennwort, das wird Ihnen zugeschickt, und darüber kommen Sie dann ins Partnerportal und dann haben Sie Zugriff und können dort Leads generieren, Leads verwalten, können Dinge sich anschauen, Präsentationen runterladen, Neuigkeiten erfahren, was es bei DataCore alles so gibt. Das ist so ein bisschen, wie man im Portal Dinge eingibt als Anleitung. Ich denke mal, das überspringen wir hier aufgrund der Zeit. Das ist das Partnerportal, so sieht's aus, wenn Sie dann da sind. Also Sie können hier in Showcases hier Präsentationen runterladen. Sie finden den One-Page-Konfigurator, den ich eben schon mal gezeigt habe. Sie können hier Found-Requests stellen. Sie können NFRs beantragen, Evals beantragen. Also eine ganze Reihe an Dingen, wie man mit DataCore zusammenarbeitet, kann man hier über das Webportal abhandeln. Das Lead-Registrierungsprogramm nochmal. Es sind, registrieren Sie Endkunden, die uns noch nicht bekannt sind, dann erhalten Sie 5% extra für 180 Tage. 60 Tage kann man dann nochmal verlängern. Nach 180 oder 240 Tagen erlischt diese Lead-Registrierung und der Bonus verfällt wieder.
Hier eine kurze Anleitung, wie man Leads registriert, für später zum Nachlesen. Ansonsten auch bei der Distribution gerne nachfragen. Gut, Partnerportal NFR Ewald. Ja, NFR-Lizenzen wird im Partnerportal zur Verfügung gestellt. Die NFR-Version San Symphony V ist mit 8 Terabyte ausgestattet. Sie können auch über unsere Webseite eine Ewald für die Kunden runterladen oder der Kunde lädt sich selber die Ewald runter. Das ist eine 2 TB limitierte Version für 30 Tage, voll funktionsfähig mit allen Features. Und es ist auch entsprechend nochmal verlängerbar für nochmal um 30 Tage oder 60 Tage. Das machen Sie über den jeweiligen Regionalmanager. Also wenn die Kunden uns testen wollen oder Sie einen Test bei einem Kunden durchführen wollen, laden Sie sich dort die Software runter und ja, dann steht einem Proof of Concept eigentlich nichts mehr im Wege. Hier nochmal, wie man eine NFR beantragt, und das hatten wir eben schon besprochen. Programme und Promotion, ganz kurz noch, es gibt 5 Programme, die man kennen sollte. Für öffentliche gibt es 15% Discount mehr zu den Standard-Discounts. Bei Lehre und Forschung ist es 30%, was wir gewähren. Dann das Carry-Forward-Programm, das heißt also, kauft ein Kunde heute eine VL2 und wächst in den nächsten 2 Jahren über die 16 Terabyte im Pool raus, muss er nach VL3 migrieren, respektive updaten, und er bekommt die Investitionen, die er für die VL2 getätigt hat, angerechnet. Das heißt also, Investitionen, die ein Kunde tätigt und innerhalb von 36 Monaten dann wiederum neu nachkauft oder upgradet, bekommt er seine getätigten Investitionen angerechnet. Das Support 3-für-2, das hatte ich eben schon mal gesagt, und die 5% Lead-Registrierung, da haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Aktuelle Promos, wir haben für die San Symphony 7 die Terabyte-Preise ein bisschen gesenkt, gilt bis Ende Dezember 2011, kann vielleicht bestehende San Symphony-Kunden dazu animieren, nochmal den Pool zu vergrößern und Kapazitäten dazu zu kaufen. Auch die Multi-Year-Renewal-Incentive-Programm haben wir verlängert. Das ist, wenn ein Kunde 3 Jahre Wartung verlängern möchte, wenn er keine Lizenzen kauft dabei, also er hat ein reines Renewal-Datum, dann hat er, wenn er 3 Jahre verlängert, kriegt er 15% Nachlass. Wenn er nur 2 Jahre verlängert, bekommt er 7% Nachlass. Wie unterstützen wir Sie bei der Akquise und bei Kundenbesuchen? Wir machen qualifizierte Schulungen für DCSP, DCSA und DCIEs. Wir veranstalten Webinare für Partner und auch Endkunden, für auch bestimmte Endkunden. Wenn Sie sagen, ich lade alle meine Endkunden zu einem Webinar von DataCore ein, dann können wir das passgenau auf die Anforderungen stricken und dann können wir zusammen so ein Webinar machen, wenn das von Interesse ist. Unterstützung auf Veranstaltungen, Vorträge, Messestände. Wir kommen gerne zu Ihnen auf die Veranstaltung und sprechen dreiviertel Stunde. Präsenz auf Veranstaltungen der Distribution machen wir. DataCore eigene Events. Wir haben also einmal im Jahr zum Beispiel unsere Partnertage, die sehr gut besucht sind und wo es immer die neuesten Infos gibt. Wir bieten Fallstudien und Referenzinformationen an und Live-Demos beim Kunden. So, ganz kurz noch, was ist aus dem Support und was sind aktuelle Produkte? Die Melody 3.0, die Symphony 7 und die San Symphony 8 sind natürlich derzeit unter Support. Die Melody 2.0, wenn Sie dort Kunden draußen haben, die noch auf 2.0 raus sind, die sind aus dem Support aktuell rausgelaufen. Das heißt nicht, dass wir keinen Support mehr bieten, aber es werden keine Hotfixes mehr für Melody 2.0 Kunden gebaut. Die Symphony 6.0 läuft zum Ende des Jahres 2011 aus. Who's who at DataCore? Ganz kurz möchte ich Ihnen noch meine Kollegen vorstellen. Der Direktor für Central Europe ist der Siegfried Bethke. Darunter sehen Sie die Regionalmanager für Zentraleuropa. Das ist hier im Süden von Deutschland der Michael Bartsch. Im Norden von Deutschland ist das der Thorsten Welke. Im Osten der Thomas Gempe. Und für Westdeutschland ist das ist der Stefan von Dreusche. Und wir haben auch Regionalmanager für Österreich, das ist der Herwig Dreisampel. Und in Italien ist das der Marco Frigerio. Vom Inside Sales her, was Renewals angeht, das macht der Thilo Hartung. Was Lead-Registrierung angeht, macht das der Michael Hoff. Und
Was Neupartnerakquise und Partnerunterstützung angeht, sitzt in München der Andreas Sänger. Und auch hier können Sie jederzeit eine Mail hinschicken, Fragen abladen, dann wird Ihnen dort geholfen. Von der Technik her, die System Engineers habe ich hier mal abgebildet. Dort als Chef der ganzen Truppe der Christian Matschinke, der Alex Best, der Stefan Ring, der Jürgen Machozek und der Rainer Brezel. So, einiges von den Referenzen in Deutschland. Ich denke mal, da gehen wir jetzt ganz kurz drüber weg, weil wir sind schon 10 Minuten über der Zeit. Wie gesagt, es gibt eine Trial-Version auf der Webseite, laden Sie uns darunter. 30 Tage, 2 Terabyte, voll funktionsfähig, da kann man alles ausprobieren, was so Sache ist. Hier habe ich noch 3 Links mit reingebracht, wenn Sie die Präsentation später haben, wo Sie sich weitere Informationen holen können, wo Produktdatenblätter sind, wo Möglichkeiten oder wo Informationen sind, die Sie auch dann an die Endkunden weitergeben können, um das Thema beim Endkunden näher zu platzieren. Und das Schöne natürlich ist mit DataRoar eine Softwarelösung, langfristiger Einsatz beim Kunden, lange Kundenbindung, höhere Margen als im Hardwarehandel. Und das ist wirklich eine interessante Sache, wo man dann auch, ich sag mal, ganz gut Geld mitverdienen kann. Zum Schluss noch, was einige Partner über DataRoar sagen, vielleicht zum Nachlesen. Alles klar. Das wäre es so von meiner Seite. Ich klappe jetzt mal hier auf und schau mal, was wir an Fragen haben. Jetzt muss ich das mal hier hochklappen. So. Gut, der passende Nachtrag. Ja. Dankeschön, Herr Neuhofer. Er sollte vielleicht darauf eingegangen werden, was per Host gekauft werden muss. Terabyte-Lizenzen, ob sich die Terabytes per Gruppe auf eine oder beide Spiegelhälften bezieht. Ja, ich denke mal, das haben wir erklärt. Also es muss pro Host, also pro DataCore-Host, nicht die Host-Systeme oben als Anwendungsserver. Pro DataCore-Server muss lizenziert werden. In den Lizenzen sind Terabytes mit drin, laut den Listen. Und dann kann man Terabytes nachkaufen. Es geht, die Grenze, diese 16 Terabyte zum Beispiel bei einer VL2, beziehen sich auf den Pool, also auf beide Seiten, auf beide Spiegelhälften. Ich hoffe mal, Herr Bartok, dass ich das somit beantwortet habt. Wenn der Kunde nur 4 TB hat und CDP will, muss er dann für VL2 lizenzieren. Ja, das ist so. Muss ich jetzt mal eben gucken. Das CDP ist, lass mich mal eben gucken, ohne dass ich jetzt hier in der Liste rumklicken will. Das Continuous, wenn der Kunde 4 TB im Einsatz hat, im Pool, dann kann er Continuous Data Protection mit einer VL1 als Option kaufen. Was nicht geht, ist Continuous Data Protection für 48 Stunden. Also er könnte auch hier eine VL1 nehmen. Die gleiche Frage stellt sich bei den Features, die nur in höheren VL-Stufen verfügbar sind. Ja, also laut dem OnePage-Konfigurator kann man ganz gut sehen, was nicht geht, und das ist eigentlich nur die VL1, wo einige Dinge nicht funktionieren, und das ist Continuous Data Protection für 48 Stunden, das Advanced Site Recovery und das Automated Storage Tiering. Das sind 3 Optionen, die nicht in der VL1 funktionieren. In allen anderen VL-Stufen funktioniert es, nur in VL2 und VL3 muss es nachlizenziert werden oder dazu gekauft werden. Noch eine Frage für den Schluss. Kann der DCIE Mentoring für einen neuen DCIE auch durch einen Mitarbeiter derselben Firma erfolgen, wenn dieser den Status bereits hat? Da schaue ich gerade mal meinen technischen Kollegen an, der mir gegenüber sitzt. Herr Ring, ja, er nickt mit dem Kopf. Also das Mentoring kann auch durch einen Kollegen, der DCIE ist, in derselben Company erfolgen. So, das wären die Fragen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen traumhaft schönen Nachmittag heute hier aus München. Falls noch irgendetwas ist, schreiben Sie mir eine Mail. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie auch eine Mail. Und ja, dann bleibt eigentlich nur mir Ihnen eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Tragen Sie den Gedanken von DataCore nach draußen. Storage-Virtualisierung absolut unabhängig von Hardware und Herstellern. Das ist die Lösung für Kunden, um ein gutes Environment im SAN zu haben.
Herzlichen Dank, alles Gute Ihnen, auf Wiedersehen.